Was die Waffen betrifft, ich habe mir übrigens die ganzen Waffen mal ganz in Ruhe angesehen und auch die Rüstungen. Die sind alle ganz nett, die sehen auch ganz nett aus. Keine davon ist so gut wie unser Zweihänder. Keine davon. Das heißt, ich würde keine davon kaufen. Auch wenn sie alle sehr schön aussehen, mit Sicherheit, und auch ganz tolle Dinge drauf haben. Aber keine davon ist so gut wie unseres. Diese Trophäen. Achso, das ist eine leichte Rüstung. Stimmt, das ist sowas, was man dann in der Hand hält wie ein Schild. Und auch bei den Rüstungen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da irgendwas dabei ist. Ich glaube, ich hatte das Cerobilons Robe. Cerobilon! Anfällig gegen Krankheiten 500% an sich selbst. Magika festigen, kein Charisma. Das Einzige, was es bringt, ist Magika und Willenskraft. Schön. Die beiden brauchen wir noch. Den perfektionierten Mörser und den perfektionierten Destillierkolben. Dann können wir perfekte Alchemie vollziehen. Oder sollen wir auf den Schlosswandler sparen? Alter Fex braucht Gehstock. Ja, der Türöffner hier, der Schlosswandler, der kann jedes Schloss öffnen, ne? Wirklich jedes. Da gibt es dann nichts mehr, auch keine Türen irgendwie von, was sie hier, so handwerksmäßig oder Leute, die ihre Häuser abgeschlossen haben. Damit müsste ich jede Tür öffnen können. Instant. Ohne Probleme. Weil dann würde ich wahrscheinlich erst auf den Schlosswandler sparen, sofern keine Quest sagt, dass du eine Tür nicht öffnen darfst. Dann spare ich zuerst mal auf den Schlosswandler, weil der würde ja perfekt zu Talia passen, in die Montazzi-Familie. Dann sparen wir auf den Türöffner. Hast du noch Alchemiezutaten? Ich habe bestimmt noch Alchemiezutaten. Ich habe bestimmt noch Alchemiezutaten. Ich habe ja zwischenzeitlich auch nochmal neue gesammelt. Aber ich habe ja auch noch eigentlich relativ viele Sachen, wenn wir ehrlich sind, die ich niemals benutzen werde. Die habe ich ja eigentlich nur in die Kiste gepackt, weil ich sie sammeln, also in Anführungszeichen sammeln wollte. Aber ganz ehrlich, die vergammeln da in der Kiste. Die wird nie wieder jemand ansehen, bis wir das Spiel beendet haben. Und danach auch nicht. Das heißt, theoretisch könnte ich auch mal die ganze Kiste hier verkaufen mit dem Kram, den wir gesammelt haben in der Zeit. Waffenschrank hier zum Beispiel. Da ist für 26.000 Ware drin. Hier ist für 40.000 Ware drin. Hier nochmal für 51.000. Also, ne? Du brauchst ungefähr 300.000. Auch wenn es mir in der Seele wehtut, aber es macht ja doch Sinn. Hier, das sind diese ganzen einzigartigen Dinge, die wir gefunden haben, ne? Macht ja dann doch eher Sinn, Dinge zu verkaufen, statt sie hier vergammeln zu lassen. Weil keines davon kommt auch nur im Ansatz, was den Schaden betrifft. Hier, den stärksten Schaden hat Türfing, Rächer des Lichts, mit 94 und 5 Punkte Lebensenergie absorbieren. Unser Runenschwert hat 119 plus 10 Punkte Feuerschaden, wenn es aufgeladen ist. Habe ich noch was auf der Bank? Ich glaube, von der Bank habe ich alles runtergeholt. Die Degen werde ich aber behalten. Der Rest kommt jetzt. Talias brennende Grabschneide. Stimmt, die hatte ich damals hergestellt. Der Rest kommt jetzt gnadenlos weg.
Seien wir ehrlich, ich werde das nicht mehr brauchen. Ich werde das wirklich nicht mehr brauchen. Wir haben unsere Rüstung, ich werde nicht spontan hierhin zurückkehren und sagen, oh, diese eine Waffe, die ich hier 700 Folgen im Schrank habe liegen lassen, weil ich schon damals der Überzeugung war, dass ich sie nicht benutzen werde, die benutze ich jetzt. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das gleiche bei den Rüstungen. Das wird nicht passieren. Dann lieber das Geld da rausholen. Dann lieber das Geld da rausholen. So, den Waffenschrank haben wir leer gemacht. Ich gehe mal gerade die Waffen verkaufen. Weil ich habe ja auch noch Feilschen. Das berücksichtigt das Programm, also beziehungsweise die Anzeige ja nicht. Sagt ja nur den regulären Warenwert. Bin neugierig, wie viel 20.000 sind, wenn wir sie mit Feilschen verkaufen. Doppelten Rüstungsteile können auch weg, ja. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? So. Verkaufen bei 89% des Wertes. Kann ich vielleicht 90% rausholen? Also viel hat er gar nicht. Braucht nicht jeder Spieler einen Spielstand kurz vor Ende, mit dem alles ausgestellt wurde, das man finden konnte, also ein Beweis für sein Können? Jein. Das Schöne ist, wenn man wissen will, was ich alles gefunden habe, kann man einfach das Let's Play gucken. Das ist, da ist alles dokumentiert. Das ist, auf YouTube kann man das jederzeit finden. Das sind 250 Folgen, wo alles dokumentiert ist, was ich jemals getan, gefunden habe. Da ist nichts zurückgeblieben. Das ist das Schöne daran. Aber ja, für gewöhnlich kann ich das vollkommen nachvollziehen. Das mache ich bei vielen oder bei den meisten Spielen tatsächlich ähnlich. Dass ich am Ende, am Schluss, wenn ich alles geschafft habe, nochmal einen Spielstand mache, den ich dann, das ist so dieser, den behalte ich mal Spielstand, der wird nie wieder aufgerufen. Nie wieder. Und selbst wenn ich das Spiel nochmal neu starten würde. Wo hatte ich das zuletzt? Assassin's Creed, genau. Assassin's Creed Odyssey. Habe ich damals seinerzeit endlos lang gesuchtet, alles gesammelt, alle Quests gemacht, alle. Oh, das Rubin-Großschwert wollte ich mal behalten. Wirklich alles in irgendeiner Form versucht zu behalten. Oh, schneller Stahl behalte ich auch. Und war da wirklich, ich glaube Assassin's Creed Odyssey habe ich auf 99%. Und habe dann diese eine Speicherung gemacht, wo ich mir sagte, die behältste, das ist die wichtige Speicherung. Und vor einer ganzen Weile habe ich mir dann gedacht, Mensch, ich könnte nochmal Assassin's Creed spielen. Habe diese Speicherung gesehen und mir gedacht, nee. Und bei Odyssey gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ein New Game Plus zu machen. Das bedeutet, du hast quasi die Möglichkeit und die Ausrüstung, die du von dem alten Spielstand hattest und auch den Level. Und das habe ich auch gemacht und dachte mir schon nach den ersten paar Missionen, meh, das macht so keinen Spaß, ich will von vorne anfangen. Das heißt, diese Speicherung wird für immer, alles was ich gesammelt habe, wird für immer da rumgammeln. Und alles wofür es gut war, ist, dass bei Ubisoft im Übersichtsfenster 99% angezeigt wird. Die ganze Sammlung, all die Ausrüstungsgegenstände, die ich sorgsam in alle möglichen. Uah. Asmodeus, dankeschön. Was hast du behalten? Ja, alle diese Ausrüstungsgegenstände, die ich sorgsam im Schiff einsortiert habe und so weiter und so fort.
Nie wieder wird das irgendeine Bedeutung haben. Niemals wieder. Das war sehr viel Arbeit und Zeit investiert für eigentlich nichts. Seien wir ehrlich, für eigentlich nichts. Ich glaube, hier hatte ich schon aussortiert, ne? Das Schmo! Und daraus wurde ein New Game Minus. Weiß vielleicht gar nicht, was man bei Altimi 100 machen kann. Ich meine, wir hätten mal irgendwie drüber gesprochen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber bestimmt. Erdogans Schild? Ne, 3700 ist das Maximum. Das sollte schon reichen. Du brauchst nicht mehrere Zutaten für einen Trank. Ach so. Das ist schick. Aber ich muss gestehen, eigentlich ist das jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt auf Gedeih und Verderb alles tun würde, um Alchemie 100 zu erreichen. Auch der Kalzinator und so. Das ist schön, dass wir das hatten. Nein! So viel dazu. Wann war meine letzte Speicherung? Du hast doch schon Alchemie. Nee, ich habe noch nicht Alchemie 100. Also glaube ich. Ich meine, wir hätten es noch nicht gehabt. Wir können gleich mal gucken. Gut, dass die Erkenntnis da ist, dass es für nichts gut ist, ja. Aber wer das nicht macht, werfe den ersten Stein. Ne? Das, ich glaube, jeder Spieler von Spielen, vor allen Dingen Spiele, die man zu schätzen weiß und die man mag und liebt und deren Durchspielerlebnis man geliebt hat, da macht man am Ende noch so einen Blödsinn wie Sachen ausstellen oder dekorieren, wenn man sich dann denkt, okay, das wird eh nie jemand sehen. Niemals. Was wollte ich sagen? Achso, Alchemie wollte ich gucken. Alchemie habe ich auf 92. Und kann ich gerade auch ehrlich gesagt nicht so wirklich weiter hochbringen, ohne dass ich sehr viel Alchemie mache. Weil über die Lernpunkte geht es ja nicht höher. Ich sammle den Scheiß nicht. Ja, also im Grunde der Schlüsselöffner ist noch so ein Ziel, das ich hier jetzt hätte. Also, dass ich auch habe. Den Schlüsselöffner will ich jetzt gerne mitnehmen. Was kann ich für euch tun? Ist er lauter geworden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ansonsten... Ansonsten muss ich jetzt... Das soll ja kein 100% Run werden. Es ist ja eigentlich kein einziges der Spiele, die ich spiele, darauf ausgelegt, ein 100% Run zu sein, wo ich alles gemacht haben muss, weil ich sonst zu Staub zerfalle. Den Spurensucher, den kann ich eigentlich auch jetzt verkaufen, weil ganz ehrlich, leichte Rüstung. Und wenn man das Zeug nicht richtig verzaubern kann, dann ist das für mich gerade auch relativ unerheblich. So, 156.000. Lass mal gucken. Der Schlosswandler. Aber du kannst Alchemie leveln und Geld verdienen, weil die Tränke auch immer wertvoller werden. Ja, das kann ich definitiv. Das ist ohne Frage, kann ich das tun. Die Frage ist nur, zu welchem Zweck? Ich kann das vielleicht irgendwie später noch hinten dran schieben oder sonst irgendwas, aber das ist nämlich genau das, was ich meine, was ich ja auch bei Assassin's Creed Odyssey gemacht habe. Dieses, man verbringt noch 47 Stunden im Spiel, es hat aber eigentlich keinen tieferen Sinn mehr. Man tut es nur, weil man das Spiel nicht ausschalten möchte. Und es wird auch nie wieder einen tieferen Sinn haben.
Es ist so, als würde man beim Witcher, was ich auch gemacht habe, am Ende des Spiels noch irgendwie 5 Stunden, 6 Stunden nur damit verbringen, durch die Landschaft zu reiten und hier und da mal zu kämpfen. In dem Wissen, es bringt nichts, es ist für nichts, es ist null Effekt auf gar nichts. Zweck, Tränke herstellen. Ja, ja schon. Die Vitrinen wären sowieso offen gewesen, ne? Das heißt, da wo unmöglich dran steht, da brauche ich es gar nicht zu versuchen. Plus 200 Tragkraft ist nicht zu verachten. Das stimmt, wenn es nicht die nimmervollen Beutel geben würde. Du könntest durchglitschen. Nee, ich fange jetzt nicht mit Glitschen an, um Gottes Willen. Wir haben das ganze Spiel komplett ohne jegliches Rumglitschen oder... ein paar Mal haben wir die Konsole benutzt, um uns aus Bugs zu befreien. Oder mal einen besseren Überblick zu bekommen über eine sehr schöne Gegend. Und genau, wir hatten es einmal probiert, ob das geht, ob man da durchkommt. Aber ich möchte das quasi nicht im fertigen Spielstand haben. Oder sagen wir mal so, dass man irgendwas erreicht hat durch dieses Glitchen und das dann Teil des Spieldurchlaufs ist. Das möchte ich nicht. Jetzt suche ich eigentlich ein Schloss, das ich mal aufmachen könnte. Wenn ich jetzt hier reingehe, wird wieder gemutet, ne? Finde ich ein verschlossenes Schloss. Ist die Story eigentlich irgendwann mal fertig? Bestimmt. Mit ein Grund übrigens. Ja. Mit ein Grund, warum ich... warum ich auch das hier zum Beispiel nicht zum 100% run oder generell solche Spiele nicht zu 100% mache, weil, seien wir ganz ehrlich, wenn wir hier von einem 100% run machen würden, wir wären noch die nächsten 3 oder 4 Jahre beschäftigt mit Sonntagsstreams und würden nichts anderes tun, außer zu versuchen, irgendwie noch unsere Skills hochzubekommen, noch diesen Skill hochzubekommen, das noch eben herzustellen und dieses und jenes, aber das kann man machen. Das kann man machen, aber im Endeffekt für ein Let's Play ist es dann tatsächlich, und da könnte ich dann jeden Zuschauer verstehen, der sagt, alter Fex, ist das langweilig, du streckst dieses Spiel einfach so lange, bis es nur noch ein dünner 2D-Faden ist, der so uninteressant geworden ist, dass eigentlich niemand mehr zuschauen will. Und das würde näherem nicht gerecht werden. Das heißt, irgendwann sollte man dann auch die Hauptstory wirklich mal spielen. Und das Spiel regulär zu einem Ende kommen lassen. Okay, keine verschlossenen Türen hier, sei es drum. Weil sonst, wir haben sehr viel interessante Story jetzt auch vor kurzem wieder mitbekommen erst. War hier nicht eine abgeschlossene Tür? Und das wäre dann unfair dem Spiel gegenüber, wenn man jetzt das Ganze nochmal auf 60 Folgen strecken würde, nur weil der Fex nur mal eben noch den Skillpunkt hochbekommen möchte. Und dann viele Leute vielleicht auch einfach abspringen, die sagen, okay, das ist nett, aber das kann ich mir einfach nicht mehr angucken, das ist zu viel. Das ist zu viel und es ist zu gestreckt. Er hat nur noch Story vor sich und er denkt, dass es nicht mehr lange dauert. Ja, ich denke zumindest, ne? Ach, guck mal hier. Und jetzt? Automatisch versuchen und dann ist es sofort offen, oder wie sieht das aus? Ja, wir haben aktuell Level 42 mit großer Tendenz zu 43. Aber 42 war ja das Ziel, damit wir die Sonne beschwören können.
Hühner. Also brauchen, ich glaube auch nicht, dass wir den Türöffner brauchten. Wir haben es ja eigentlich geschafft, jede Tür ohne Probleme aufzubekommen. Selbst die sehr schweren Türen. So. Aber warum nicht, ne? Warum nicht? Ein schönes Gimmick. Müsste man nur früher drankommen. Hier zum Beispiel ist es schwieriger, auf automatisch versuchen zu kommen, anstatt sie einfach direkt zu knacken. Wer braucht denn hier so viele Genesungstränke? Wirt Hubertus Truhe. Hat aber nichts aufgeschrieben, der Wirt Huberto. Geh voran, Sonne, töte Ratten für mich. Hier ist noch eine. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, ein kleines bisschen, aber nur. Ein unverschämtes Pack, diese Eterna. Sie kommen nur nachts aus ihren Löchern. Das sagt ja schon mal einiges über sie aus. Man kann sich als unbescholtene Frau ja nicht mehr trauen, nach 8 Uhr die Straße zu überqueren. Mhm. Okay. Die Sonne ist irgendwie voll niedlich. Irgendwie schon, ja. Sie leuchtet so schön. Es bedarf Nachbesserungen gegen Fexen. Ja, Diebeskill abschalten, 1000 NPC-Wachen dazu, keine Tragkraft mehr. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sonst könnte es ja eventuell sein, dass irgendjemand Spaß mit dem Spiel hat. Genau was ich sagte. Achso, so, pass auf. Ich mache jetzt gleich mal eine richtige Speicherung. Dann teleportieren wir uns in Richtung Ostian. Ich mach sie mal hier. Wir können jetzt jedes Schloss einfach knacken. Ohne Probleme. Die Sonne war deine Entscheidung. Ich bin glücklich mit der Sonne. Das passt irgendwie. So. Teleport. Achso, du hast gesagt, mal gucken, wo ist eigentlich mein... Das ist eine gute Frage, wo mein Marker ist. Da, mein markierter Ort. Ist immer noch das Bergkloster. Ich glaube, das hilft uns nicht viel, weil das Bergkloster ist mittlerweile keine große... Oder die Gegner um das Bergkloster herum... Sind mittlerweile keine so große Herausforderung mehr. Und dann übernimmst du auch die Verantwortung für sie. Das ist gut. Ihr habt's gehört, er wird sich telebordellieren. Mhm.
So, ich suche uns mal ein paar Gegner, die vielleicht man auch als Gegner identifizieren kann. Ich suche uns keine Gegner. Okay. So viel dazu. Echte Gegner, welche, die uns auch wehtun können. Das wäre schön, ja? Also, so richtig knallharte Gegner. So richtig, weißt du? Ich möchte ja wissen, was die Sonne kann. Eisenfeuer. Ach ja, stimmt, die Eisenfeuerhallen. Die waren ziemlich knackig, also als wir damals da gewesen sind. Ich meine, probieren könnten wir es, ne? Sind die Eisenfeuerhallen denn in Zusammenhang mit irgendeiner Queste? So nach dem Motto, da solltest du nicht hingehen, wenn du die Quest nicht hast, weil sonst machst du dir irgendwas kaputt. Ich überlege gerade, hier müsste noch was sein, ne? Hier waren wir noch nicht. Da ist ja nicht umsonst ein Weg dahin, wobei hier war auch umsonst ein Weg dahin. Nicht jeder Weg muss auch zwingend irgendwo hinführen. Die Antwort auf die Frage ist schwierig, aber wir könnten ja generell mal eben probieren nach... Also ich meine, so lange könnte ich ja heute sowieso nicht mehr machen. Wir könnten mal gerade probieren nach... Ach nee, da kann man ja gar nicht hin teleportieren. Oh. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus in Richtung Wüste. Ne, hier geht's raus in Richtung Wüste. Da draußen laufen ja auch einige Gegner rum, ne? Das ist ja... Es geht mir nur darum, die Sonne mal gegen Gegner zu sehen, die eventuell keine kleinen Ratten sind. Die leider so gut wie keine Lebenspunkte haben. Da zum Beispiel eine Spinne. Kann man mal machen. Ja. Da hatte... Echter Neumond, grüße dich. Konnichiwa. Da hat die Sonne doch relativ zuverlässig kurzen Prozess gemacht. Ich muss den ganzen Flachs wieder mitnehmen hier. Es wächst so viel davon. Auch wieder so eine Angewohnheit, ne? Man sammelt 10.000 Sachen ein. Die dann, es ist das rostige Nägelphänomen. Nennen wir es einfach mal so. Wer Drakensang gesehen hat, der weiß Bescheid. Der kleine Fex läuft 37 Jahre durch die Walerei, guckt in jede Kiste, überlädt 10, 20, 30, 50 Mal sein Inventar, muss deswegen aus wichtigen Questgebieten und aus der Story wieder zurücklaufen zum Lager, weil Fex muss rostige Nägel mitnehmen, weil die liegen ja da rum. Die braucht man doch bestimmt. Fex nimmt außerdem alles andere mit, was er findet. Wirklich alles. 6 Milliarden Tränke. Die natürlich auch alle in sichere Lager kommen, damit man sie hat, wenn man sie dann später braucht. Ganz, ganz wichtig. Man muss vorbereitet sein. Irgendwann ist plötzlich das Spiel vorbei.
Und zu Hause in der Kiste schlummern 6 Milliarden rostige Nägel, die nie wieder benutzt wurden und noch nie benutzt wurden.